Okay, machen wir weiter. Ja, vielleicht merken Sie jetzt ein bisschen Unterschied. Ich habe ein bisschen an den Videoeinstellungen was geändert. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen weniger ruckelig und besser synchronisiert mit dem Ton. Aber wie gesagt, das Video ist eigentlich nicht so wichtig. Aber was wichtiger ist, ich habe ein bisschen was an den Audioeinstellungen verändert, so dass sodass Audio erst ab einem bestimmten Niveau mitgenommen wird von dem Programm. Und vielleicht schaffen wir es ja damit, das Rauschen das von der Straße draußen ein bisschen auszublenden. Wenn es viel schlechter ist oder viel besser, freue ich mich natürlich über Feedback. Ich schaue mir das Video auch an, aber ja, Sie können das besser beurteilen, wenn Sie sich das Video anschauen. Okay. Jetzt geht's weiter mit Kausalität. Und zwar steigen wir jetzt so ein bisschen in grundlegende statistische Begriffe ein, die wir brauchen, um was über Kausalität sagen zu können. So, wir steigen jetzt konkret in die statistischen Aspekte kausaler Inferenz ein. Wissen Sie noch, was Inferenz heißt? Genau. Inferenz bedeutet Schlüsse ziehen und kausale Inferenz bedeutet demnach Schlüsse über kausale Zusammenhänge ziehen. Ne? Und das ist eigentlich das, was wir mit der Statistik hier versuchen. Wir versuchen mit Statistik Schlüsse zu ziehen über kausale Zusammenhänge, typischerweise zwischen X und Y. So, und wie gehen wir da vor? In der Regel geht es dabei um eine Schätzung von Stichprobenparametern, um Rückschlüsse über die Grundgesamtheit zu ziehen. Sie erinnern sich, Entschuldigung, typischerweise können wir nie die Daten der gesamten relevanten Subjekte erheben, also der Grundgesamtheit. Und aus Kostengründen müssen wir uns typischerweise beschränken auf eine Stichprobe und wenn wir die Daten aus der Stichprobe haben, versuchen wir mit Statistik Durchschnittswerte aus dieser Stichprobe zu berechnen. Und das nennen wir dann Parameter aus der Stichprobe oder Stichprobenparameter. Und idealerweise sollten diese geschätzten Stichprobenparameter es uns erlauben, Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit zu ziehen. Ja? Also ganz vereinfacht. Wir benutzen unsere Stichprobendaten, um den Effekt von x auf y zu schätzen. Und das ist aber jetzt ein Stichprobenparameter, weil wir die Stichprobe benutzt haben, um diesen Effekt zu schätzen. Und aber unter bestimmten Annahmen ist dieser Effekt in der Stichprobe eben der echte Effekt, der in der Grundgesamtheit gültig ist. Genau. Und da wir die meiste Zeit irrelevante und zufällige Einflüsse nie ganz vollständig ausschließen können, besonders wenn es um Menschen geht, wird der geschätzte Parameter nicht punktgenau geschätzt, sondern in einem Konfidenzintervall. Ne? Was es bedeutet, schauen wir uns jetzt an einem Beispiel an. Das ist aus der ersten Quelle. Und zwar das Beispiel der sogenannten Nixon Papers. Ich meine, das wäre sogar ein echter Fall gewesen. Und wenn nicht, ist es einfach nur ein unterhaltsam konstruierter Fall. Jedenfalls, worum ging es hier? Nachdem der US-amerikanische Präsident Nixon zurückgetreten war, wurden die gesamten Akten aus seinem Präsidenten Büro beschlagnahmt als Evidenz. Und Nixon, interessanterweise, klagte dagegen und noch interessanter, er bekam Recht. Das Gericht gestand ihm als Kompensation den Marktwert dieser Aktien zu, wobei der Marktwert in einem separaten Gerichtsverfahren festgestellt werden sollte. Sie sehen, ja, das eigentlich Interessante kommt jetzt in dem Fall erst, ne? Also es geht nicht darum, ob es
wirklich rechtmäßig war, dass er Kompensation bekommt, sondern hier geht es nur darum, wie viel Kompensation bekommt Nixon für seine Akten. Habe ich Aktien gesagt? Ich meinte Akten. Warum ist es interessant? Naja, das waren ganz schön viele Akten. Die Nixon-Akten wurden in 20.000 Kisten im Nationalarchiv in Virginia eingelagert. Und diese 20.000 Kisten sind also die relevante Grundgesamtheit. Idealerweise wollen wir also bei der Schätzung des Wertes alle 20.000 Kisten bewerten. Natürlich wäre es jetzt unverhältnismäßig aufwendig gewesen, alle 20.000 Kisten, alle Akten aus diesen 20.000 Kisten in ihrem Wert zu schätzen oder schätzen zu lassen. Also, was hat man gemacht? Was machen wir, wenn es zu teuer ist, die Grundgesamtheit zu erheben? Wir ziehen eine Stichprobe. Also wurde eine Zufallsauswahl von nur 500 Kisten getroffen. Und die für den Fall angestellten Gutachter sollten dann den Marktwert jeder dieser 500 Stichprobenkisten schätzen. So, was kam dabei raus? Der durchschnittliche Wert einer Kiste aus dieser Stichprobe ergab sich als 2000 US-Dollar. Der Durchschnittsmarktwert der 500 Stichprobenkisten, den benutzen wir jetzt als Schätzer für den Durchschnittsmarktwert aller 20.000 Kisten in der Grundgesamtheit. Ja, das ist das Prinzip. Wir schätzen einen Stichprobenparameter und dieser Schätzer, mit diesem Schätzer versuchen wir was über die Grundgesamtheit auszusagen. So, und der Schadensersatz, der auf dieser Grundlage verlangt wurde, belief sich dann also auf 20.000 mal 2.000 sind 40 Millionen Dollar. Wo ist jetzt meine Maus hin? Da. Weiß nicht, warum ich das da nicht mehr stehen habe. Ich glaube, in der letzten Vorlesung habe ich die Studenten ausrechnen lassen. Also. $40 Millionen. So, aber das wirklich Spannende ist, ich hatte ja gesagt, wir haben nie einen Punktschätzer nur, sondern auch ein Konfidenzintervall. Warum? Naja, wir haben ja nur 500 Stichprobenkisten gehabt, das heißt, wir haben irgendeine Art von Unsicherheit hier drin, oder? Ja. Warum? Denn diese 2000 Dollar, die wir geschätzt haben, für eine als Durchschnittswert der Kiste, das ist ja ein Punktwert, ein einzelner Wert. Aber Sie können sich vorstellen, fast jede Kiste in der Stichprobe von 500, fast jede dieser Kisten ist nicht genau auf 2000 geschätzt worden, sondern wir haben manche, die vielleicht mehr geschätzt wurden, manche, die niedriger geschätzt wurden und der Durchschnitt ist 2000. Aber wir haben hier eine gewisse Unsicherheit drin, eine Heterogenität. Genau. Und jetzt können Sie sich sicher vorstellen, dass es einen Unterschied macht, ob die tatsächlichen Werte dieser einzelnen 500 Kisten alle nur sehr wenig von der 2000 abweichen oder stark. Ja? Also Sie können sich überlegen, es gibt ja quasi, also rein mathematisch gibt es unendlich viele Möglichkeiten, auf einen Durchschnittswert von 2000 zu kommen. Ja? Es könnte ganz viele geben mit einem sehr niedrigen Wert und ganz viele mit einem sehr hohen Wert und als Durchschnitt käme dann 2000 raus. Aber es könnte auch sein, dass fast alle der 500 Kisten ganz nah bei der 2000 sind und wir kommen immer noch mit einem 2000, Durchschnitt von 2000 raus. Und ein Maß dafür, wie stark die Daten streuen, ist der sogenannte Standardfehler. Je kleiner der Standardfehler, desto genauer ist unsere Schätzung. Und was wir schon mal sagen können, was wir schon mal festhalten können, ist, je größer die Stichprobe,
desto kleiner ist tendenziell auch der Standardfehler. Die Logik dahinter ist klar oder vielleicht auch nicht. Ich sage es Ihnen jetzt. Die Logik dahinter ist, je mehr Beobachtungen ich habe, desto genauer kann ich daraus Schlüsse über die Grundgesamtheit ziehen. Umgekehrt, wenn Sie sich überlegen, ich habe nur eine ganz kleine Stichprobe. Sagen wir, ich hätte statt 500 Kisten nur 3 Kisten zufällig aus der Grundgesamtheit von 20.000 Kisten gezogen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Werte, die ich schätze für diese 3 Kisten, sich stark voneinander unterscheiden. Ja? Nochmal, je mehr Beobachtungen ich habe, desto genauer kann ich daraus Schlüsse über die Grundgesamtheit ziehen. Das bedeutet, je größer die Stichprobe, desto kleiner tendenziell auch der Standardfehler. Wie im Einzelnen jetzt genau der Standardfehler berechnet wird, das geht über das hinaus, was wir in diesem Kurs machen können. Aber was wir hier festhalten können, was ich Ihnen sagen kann, ist, für den geschätzten Durchschnittswert einer Kiste kommen wir zu einem Standardfehler von 100 Dollar. Und wenn man das dann hochrechnet auf alle 20.000 Kisten, ist der Gesamtstandardfehler dann also 20.000 mal 100. Also 20.000 mal 100 sind 2 Millionen Dollar. Ne? Okay. Machen wir jetzt damit? Was sagt uns dieser Wert von 2 Millionen, dieser Standardfehler von 2 Millionen Dollar? Sie können sich jetzt leicht vorstellen, dass zufällig bei der Stichprobenziehung zu viele Kisten genommen wurden, die mehr als der Durchschnittswert, als der echte Durchschnitt wert sind. In diesem Fall wäre die verlangte Kompensation von 40 Millionen Dollar also zu hoch angesetzt. Der Standardfehler von 2 Millionen Dollar ist nun unser geschätzter Wert für den zufälligen Fehler, der unserer Stichprobe zugrunde liegt. Was das bedeutet, sehen wir gleich. Erstmal inhaltlich, der Standardfehler ist erstmal eine rein statistische Größe. Von daher macht es Sinn, ihm eine inhaltliche Bedeutung zu geben. Und hierfür brauchen wir das Konzept der Konfidenzintervalle. Wie berechnen wir jetzt diese Konfidenzintervalle? Also Konfidenzintervalle, was das bedeutet, steckt eigentlich in dem Wort drin, ne? Also ein Intervall, in dem wir konfident etwas aussagen können. So, und das 68, es gibt da für bestimmte Werte des Konfidenzintervalles gibt es so Daumenregeln und die habe ich Ihnen hier abgetragen. Ne? Für 68% und für 95 und 99,7. Es gibt so Daumenregeln, was ein ganzer Standardfehler bedeutet für das Konfidenzintervall. Und das 68% Konfidenzintervall ist eben eingeschränkt durch einen einfachen Standardfehler. Das heißt, die Aussage, dass der Durchschnittswert in der Grundgesamtheit im Intervall von einer Standardabweichung um den geschätzten Mittelwert in der Stichprobe streut, wird in 68% der Fälle korrekt sein. Was ist dieses Konfidenzintervall? Ein Standardfehler minus und plus, also von den 40 Millionen ein Standardfehler abziehen, wäre dann also von 38 Millionen bis plus ein Standardfehler wäre
42 Millionen. Ja. Anders könnten wir auch sagen, wir sind uns zu 68% sicher, dass der echte Durchschnittswert, dass der echte Wert, dass der echte Gesamtwert der Akten irgendwo zwischen 38 und 42 Millionen Dollar liegt. Okay? Und Sie merken schon, das Konzept kann man dann weiterführen. Je sicherer wir uns sind über das Intervall, desto größer muss das Intervall natürlich sein. Ne? Die Daumenregel für das 95% Konfidenzintervall bezieht sich dann auf zwei Standardfehler. Also die Aussage, dass der Durchschnittswert in der Grundgesamtheit im Intervall von zwei Standardabweichungen um den geschätzten Mittelwert in der Stichprobe streut, wird dann also in 95% der Fälle korrekt sein. Was ist dieses Intervall? Genau, zwei Standardfehler sind 4 Millionen Dollar und wenn wir das von 40 abziehen, sind wir dann bei 36 Millionen Dollar. Bei der Aufnahme sehen Sie natürlich nicht, dass ich hier neben dem Computer einen Taschenrechner stehen habe. Und zwei Standardfehler über der Durchschnittsschätzung sind 44 Millionen Dollar. Also können wir sagen, wir sind uns zu 95% sicher auf Basis unserer Stichprobe, dass der echte Gesamtwert der Akten zwischen 36 und 44 Millionen Dollar liegt. So, und wenn wir dann noch genauer sein wollen, können wir dann auch drei Standardfehler nehmen. Und das gibt dann einen Konfidenzintervall, einen 99,7% Konfidenzintervall. Ja, also die Aussage, dass der Durchschnittswert in der Grundgesamtheit im Intervall von drei Standardabweichungen um den geschätzten Mittelwert in der Stichprobe streut, wird dann in circa 99,7% der Fälle korrekt sein. Ich sehe gerade, ich habe unglaublich viele Rechtschreibfehler auf den Notizen der Folie, aber das sehen Sie ja dann. Also, das Konfidenzintervall in diesem für diese Sicherheit hier wäre also drei Standardfehler, 6 Millionen, also von 34 Millionen bis 46 Millionen Dollar. Okay. Nochmal in anderen Worten gesagt, wir sind uns auf Basis unserer Stichprobe von 500 Kisten. Auf der Basis dieser Stichprobe sind wir uns zu 99,7% sicher, dass der echte Wert der 20.000 Kisten zwischen 34 und 46 Millionen Dollar liegt. Und Sie sehen schon, damit wir uns so sicher sein können, wird die Spanne dann auf einmal schon sehr groß. Ja? Und ja, also in so einem Gerichtsfall, welches Konfidenzintervall dann relevant ist, hängt dann natürlich vom Richter ab. Genau, und das war es erstmal zu diesem Beispiel. Ich habe letzten Freitag schon was zu der Größe der Stichprobe gesagt. Grundfrage, wie groß muss denn unsere Stichprobe sein? Die Antwort darauf ist, es gibt darauf keine absolute Antwort. Denn einerseits gilt, je größer die Stichprobe, desto kleiner ist der Stichprobenfehler, der auftritt. Klar, desto genauer können wir schätzen. Aber wir wissen natürlich auch, je größer die Stichprobe, desto größer die Kosten. Ne? Und wir können es uns typischerweise nicht leisten, eine sehr, sehr, sehr große Stichprobe zu erheben. Ein wichtiger Punkt, eine große Stichprobe ist kein Wundermittel. Also wenn wir, also Verzerrungen,
die in der Stichprobe auftreten, werden nicht unbedingt automatisch durch größere Stichproben behoben. Ja, also wenn wir irgendeine Art von Verzerrung in einer kleinen Stichprobe haben, dann wird das Problem nicht automatisch dadurch gelöst, dass wir eine größere Stichprobe wählen. Denn es könnte ja sein, einfach, dass diese Verzerrung systematisch von daher kommt, wo wir die Stichproben ziehen. Umgekehrt kann es auch so sein, dass je größer die Stichprobe wird, immer neue Verzerrungen eingeführt werden. Ne? Das kann auch sein. Aber grundsätzlich, davon abgesehen, würde ich schon sagen, je größer die Stichprobe, desto besser können wir schätzen. Die Aufgabe des Forschers ist es also, mit seinem Forschungsdesign potenzielle Verzerrungen auszuschließen oder zu minimieren. Ja, Sie erinnern sich an die Schritte der wissenschaftlichen Forschung, an die einzelnen Schritte. Und ja, da ist es natürlich ein wichtiger konzeptioneller Aspekt jeder wissenschaftlichen Forschung ist natürlich für den Forscher sich zu überlegen, wie ziehe ich meine Stichprobe genau, wie gehe ich dabei vor und wie kann ich dabei diese Verzerrung vermeiden, diese Verzerrung. Genau, das heißt, im Endeffekt ist der Forscher verantwortlich, Verzerrungen möglichst zu vermeiden. Denn der Forscher zieht ja die Stichprobe. So, wenn die Daten in einer Stichprobe durch große Heterogenität gekennzeichnet sind, dann werden wir große Stichprobenfehler haben. Und ich habe es schon mal gesagt, in diesem Fall dürfte eine größere Stichprobe helfen, die Heterogenität und damit die Standardfehler zu verringern. Ja, ist klar. Ja, das Beispiel habe ich dann eigentlich schon mal gebracht, ne? Wenn wir nur drei Kisten gezogen hätten bei dem nächsten Fall, dann wäre die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Kisten sich stark unterscheiden im Durchschnittswert, in ihren Werten. Und je mehr Kisten wir erheben, desto kleiner wird der Standardfehler im Durchschnittswert, den wir schätzen. Ne? Desto weniger Heterogenität haben wir. Das ist aber auch nicht unbedingt zwingend so. Ne? Sie können sich vorstellen, je nachdem, was für eine Forschungsfrage wir haben, kann es natürlich sein, dass unsere Grundgesamtheit schon durch eine starke Heterogenität gekennzeichnet ist. Ne? Dass es inhärent Teil der Grundgesamtheit ist. Und dann, wenn wir aus dieser Grundgesamtheit eine große Stichprobe ziehen, haben wir da auch eine große Heterogenität und auch einen großen Standardfehler. Aber dagegen kann man da nichts machen. Ne? Aber grundsätzlich sehen wir, je größer die Stichprobe, desto geringer sind die Standardfehler. Jetzt haben Sie gesehen, was Standardfehler sind. Und dann können wir zum Thema übergehen. Thema P-Value. Und dazu fangen wir ein neues Beispiel an. Das ist jetzt relativ klein. Hoffentlich können Sie das gut sehen. Ja, müsste eigentlich gehen. So, Person A, also das hier ist wahrscheinlich wirklich 100% fiktiv. Person A wird eines Vergehens angeklagt und steht vor einem Gericht in den USA. Die Jury für diesen Fall wird aus einer Liste von 350 Personen ausgewählt. Auf dieser Liste sind 102 Frauen, also deutlich weniger als 50%. Der Anteil von Frauen, die man potenziell für den Jurydienst verpflichten könnte, ist über 50%. Was heißt das? Naja, der lokale Bevölkerungsanteil, aus dem die Jury rekrutiert wird, ist über 50%. Aber de facto sind auf der Liste von potenziellen Jurymitgliedern nur 102 Frauen. So, und aus
Statistischer Sicht können wir uns jetzt fragen, ob dieses Ungleichgewicht über Zufall erklärt werden kann oder nicht. Ne? Aber wenn es nicht zufällig erklärt werden kann, dann ist es schlecht. Dann heißt es, es liegt Diskriminierung vor. Um dies zu überprüfen, wird der Statistiker eine sogenannte Nullhypothese formulieren und testen. Generell ist eine Nusshypothese. Eine Nullhypothese so etwas wie eine Ausgangshypothese und diese Ausgangshypothese wird beibehalten, so lange, bis sie widerlegt werden kann. Ne? Ein gutes Beispiel im Hinterkopf zu haben ist dieser Grundsatz: unschuldig, bis die Schuld bewiesen wird. Ne? Innocent until proven guilty. Die Nullhypothese ist, dass der Angeklagte unschuldig ist und diese Hypothese wird beibehalten, bis die Schuld, bis sie widerlegt werden kann. Ne? Bis die Nullhypothese der Unschuld widerlegt werden kann. Und dann wird er eben schuldig gesprochen. Und in diesem Fall, ach so, warum sagen wir Nullhypothese? Es ist die Hypothese, die wir zum Zeitpunkt Null der Untersuchung aufstellen, oder? Und als Arbeitshypothese erstmal beibehalten wird. Und hier lautet die Nullhypothese, dass die Liste der 350 potenziellen Jurymitglieder zufällig aus einer Grundgesamtheit mit 50% Frauen gezogen wird. Oder einfacher gesagt, dass keine Diskriminierung bei der Zusammenstellung der Liste vorlag. Nochmal, die Nullhypothese lautet hier, es lag keine Diskriminierung bei der Zusammenstellung der Liste der Jurymitglieder vor. Bei Gültigkeit der Nullhypothese würden wir also erwarten, dass die Hälfte der 350 Mitglieder auf der Liste Frauen sind, also 175. Beobachtet wurden aber nur 102 Frauen auf der Liste. Wir haben also eine empirische Diskrepanz von 73. Die Frage, die wir uns also stellen, ist, wie wahrscheinlich ist es, eine Diskrepanz dieser Größenordnung zu beobachten? Und diese Wahrscheinlichkeit nennen wir P-Value. Generell definieren wir den P-Value als die Wahrscheinlichkeit, die Daten so wie sie sind zu beobachten, gegeben, dass die Nullhypothese wahr ist. Wie der P-Value jetzt genau berechnet wird, ist für uns hier nicht so wichtig. Können Sie eigentlich meinen Maus klicken? Wenn Sie das stört, versuche ich das auszublenden. Wie der P-Value genau berechnet wird, ist jetzt für uns hier nicht so wichtig. Für Sie reicht es zu wissen, dass man ihn berechnen kann und was er bedeutet. Das ist sehr schön. Was meinen Sie denn, in welche Größenordnung der P-Value in diesem Beispiel fallen würde? Erinnerung, der P-Value ist die Wahrscheinlichkeit, die empirisch beobachtete Diskrepanz bei Gültigkeit der Nullhypothese zu beobachten. Wenn wir einen sehr hohen P-Value rauskriegen, dann heißt das, die empirisch beobachtete Diskrepanz kann sehr leicht über Zufall erklärt werden. Ein kleiner P-Value würde bedeuten, die empirisch beobachtete Differenz lässt sich nicht gut über Zufall erklären. Es gibt eventuell systematische Diskrepanzen. Und wenn wir hieraus ein P-Value berechnen würden, dann wäre der quasi 0%. Also ein sehr kleiner Wert würde rauskommen, zum Beispiel sowas hier. Was heißt das? Wir sind also in dem Fall die
Beobachtete Diskrepanz von 73 ist also viel zu groß, um zufällig gewesen zu sein. Zum Vergleich, wenn wir statt 102 155 Frauen gehabt hätten auf der Liste, dann wäre der P-Value immer noch bei 2% gewesen, ne? Also immer noch sehr niedrig. Genau, also in diesem Fall bedeutet ein kleiner P-Value, wir haben quasi die Evidenz für Diskriminierung und ein hoher P-Value würde bedeuten, keine Evidenz für Diskriminierung. Es ist alles ohne Diskriminierung abgelaufen. Unserem Beispiel bedeutet der kleine P-Value A also, dass statistisch gesehen etwas anderes als Zufall für die Diskrepanz, die wir gesehen haben, verantwortlich sein muss. Ich habe es schon mal gesagt, also im vorliegenden Beispiel können wir den kleinen P-Value also als statistische Evidenz für Diskriminierung in der Auswahl der Liste sehen. Und jetzt schauen wir noch uns ein Konzept an, mit dem wir definieren können, ab wann die beobachtete Diskrepanz zu groß ist. Nämlich das Konzept der statistischen Signifikanz. Statistische Signifikanz beschreibt, ab wann eine Diskrepanz zwischen den beobachteten Werten und den unter der Nullhypothese erwarteten Werten zu groß ist, um zufällig gewesen zu sein. Wenn die Diskrepanz also zu groß ist, um zufällig gewesen zu sein, nennen wir den Unterschied statistisch signifikant und wir können die Nullhypothese verwerfen. Das Signifikanzniveau ist ein festgelegter Wert, mit dem wir den ausgerechneten P-Value vergleichen, um zu entscheiden, ob statistische Signifikanz vorliegt. Wir verwerfen die Nullhypothese, wenn der P-Value unter das festgelegte Signifikanzniveau fällt. In der Praxis, und mit Praxis meine ich wissenschaftliche Praxis, in der Praxis legen wir das Signifikanzniveau meist auf 5% oder 1%, je nach Stichprobengröße. Wenn jemand in den Sozialwissenschaften also von einem signifikanten Ergebnis spricht, oder von mir aus auch in der Medizin, dann, und nichts Genaueres über das Signifikanzniveau sagt, dann meint er meistens Signifikanz auf dem 5%-Niveau. Sie merken jetzt schon, natürlich sind die Werte von 5 oder 1% völlig willkürlich festgelegte Konventionen. Und weil Signifikanz von 5% oder 1% willkürlich ist, müssen wir sehr vorsichtig sein, wenn wir solche Resultate interpretieren. Insbesondere müssen wir unterscheiden zwischen statistischer und praktischer Signifikanz. Man könnte auch sagen zwischen Signifikanz und Bedeutsamkeit. Was könnte das denn bedeuten? Naja, wenn ein Ergebnis statistisch signifikant ist, aber nicht bedeutsam, dann ist es für die Praxis einfach nicht relevant, weil der Effekt sehr klein ist. Aber wie kann es denn überhaupt sein, dass eine statistisch signifikante Differenz keine praktische Relevanz hat? Das kommt daher, dass der P-Value nicht nur von der Größe des echten Effekts abhängt, sondern auch von der Stichprobengröße. Bei einer sehr, sehr großen Stichprobe werden wir selbst für eine sehr kleine Differenz eine hohe statistische Signifikanz finden. Beispiel habe ich hier stehen, Würfelergebnisse. Ja, vielleicht machen wir das einfach als Übungsaufgabe, dann haben Sie noch ein bisschen was zu tun am Freitag.
Wichtig ist festzuhalten, ein signifikantes Ergebnis ist nicht unbedingt bedeutsam. Ja? Wenn wir zurückgehen zu dem Fall mit der diskriminierenden Juryauswahl, wir hatten ja gesagt, bei 155, wenn auf der Liste 155 Frauen wären, dann hätten wir ein P-Value von 2% gehabt, was ja noch signifikant ist, wenn wir 5% als Messlatte nehmen. Und die Frage ist, ist diese Diskrepanz zwischen 155 und 175, ist die bedeutsam? Ist das, wäre das wirklich ein Skandal, der für die Politik relevant ist, oder ist das etwas, worüber es sich gar nicht lohnt, groß zu sprechen? Natürlich völlig normativ und subjektiv, aber man muss auch drüber reden. Okay. Wenn der P-Value hoch ist, dann sind die beobachteten Differenzen nicht signifikant und die Nullhypothese wird nicht verworfen. Eine signifikante Differenz nennen wir auch einen Effekt. Denke, das sollte Ihnen jetzt klar sein. Nochmal, wenn der P-Value hoch ist, dann sind die beobachteten Differenzen nicht signifikant. Und die Nullhypothese wird nicht verworfen. Wenn wir bei dem Beispiel bleiben, die Nullhypothese war, es gab keine Diskriminierung. Die Jury, die Leute, die auf der Juryliste stehen, wurden zufällig aus der Lokalbevölkerung gezogen. Und wenn es eine signifikante Differenz gibt, dann nennen wir diese also auch einen Effekt. In unserem Beispiel könnten wir also sagen, die Diskrepanz, die wir beobachten von 73, ist quasi der Effekt der Diskriminierung. Okay? Und wenn wir eine signifikante Differenz beobachten, kann das zwei Gründe haben. Erstens, ach so, ja, vielleicht. Sorry. Ja, hier ist nochmal die Aussage von eben umgekehrt, ne? Also entweder wir haben einen hohen P-Value, es gibt keinen Effekt, oder wenn wir einen niedrigen P-Value haben, dann heißt das, die Differenzen sind signifikant und es gibt einen Effekt, ne? Und das kann zwei Gründe haben. Der erste Grund, die Nullhypothese ist wirklich gültig. Das ist ja das, worauf wir eigentlich hinaus wollen. Oder die Nullhypothese ist nicht gültig, aber durch Zufall ist unsere Stichprobe so gestrickt oder so verzerrt, dass wir die Nullhypothese nicht verwerfen können. Die zweite Erklärung ist natürlich nicht so toll für uns, kann aber plausibel sein, wenn die Teststärke unserer Studie gering ist. Teststärke ist ein schwer auszusprechendes Wort, deswegen kann man auch das englische Wort Power nehmen. Und was verstehen wir unter der Power einer Studie? Die Teststärke, die Power, beschreibt die Wahrscheinlichkeit, dass ein statistischer Effekt einen Effekt findet, wo es einen Effekt gibt. Ne? Also, dass der gefundene Effekt wahr ist. Anders könnten wir auch sagen, die Power beschreibt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Signifikanztest eine Nullhypothese korrekterweise verwirft. Und die Teststärke hängt dann davon ab, hängt einerseits ab von der Stärke des Effekts. Ja, klar, je stärker der Effekt, den wir finden, desto größer müsste die Power sein. Andererseits von der Stichprobengröße. Je größer die Stichprobe, desto mächtiger, sagt man auf Deutsch, sind unsere Testergebnisse. Was schließen wir daraus? Wenn eine Studie mit geringer Teststärke keine signifikanten Effekte findet, sollte man die Ergebnisse eher vorläufig nennen als negativ. Und wenn eine Studie mit hoher Teststärke keine signifikanten Effekte findet, dann ist das wesentlich stärkere Evidenz dafür, dass es wirklich, also in der Realität der Grundgesamtheit, keinen Effekt gibt. Das bedeutet auch, dass wenn wir versuchen, Schlussfolgerungen aus
kleinen Stichproben zu ziehen, müssen wir die Ergebnisse sehr mit Vorsicht genießen. Ne? Also typischerweise kleine Stichproben, zum Beispiel, wenn Sie für Ihre Bachelorarbeit irgendwie eine kleine Umfrage machen. Also wenn Sie für Ihre Bachelorarbeit selber Daten erheben, dann werden Sie wahrscheinlich nicht 300.000 Personen erheben können, sondern eher so 20 oder 50 von mir aus. Und da muss man eben mit den Testergebnissen sehr vorsichtig sein. Okay, so viel zu den statistischen Grundlagen. Und im nächsten Teil geht es dann um Korrelationen und Regressionsanalysen.